Jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, durch die ganze Corona-Zeit zu kommen, ohne mich irgendwo anzustecken. Ende letzten Jahres hat es mich erwischt, waren nur 4-5 Tage, aber danach war ich irgendwie aus meinem Tritt. All das, was ich an Sport, an Routinen entwickelt habe, hat sich einfach in Luft aufgelöst. Alles? Nein. Einmal am Tag mache ich meine 20 Minuten zusammen mit einer Frau, jeden Tag. Was auch immer passiert, das steht. All die anderen Sachen sind verloren gegangen. Mein Kardiozustand, also meine Ausdauer, ich vermute, sie ist nicht da, wo sie sein sollte. Es ist Zeit, das als Beispiel dafür zu nehmen, dass Wissen nicht gleich tun ist. Wissen ist nicht gleich tun und Wissen sollte gleich tun sein. Also walk your talk. Ran ans Werk. Es regnet. Wissen garantiert kein Tun. Sollte es, oder? Gilt auch für so viele Bereiche. Gilt für das, was wir über die Welt wissen, über die Umwelt, über das Miteinander, um den Job, die Themen, die für uns wichtig sind. Gilt für Sport, gilt für Gesundheit, gilt es für alles? Ich vermute. Da mache ich jetzt ein gutes Beispiel für mich selbst. Ich werde mich jetzt bewegen. Schluss mit Ausreden. Nix da. Oh. Das ist nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Oh oh. Tatsächlich regnet es hier. Also immer so ein Schüben. Jetzt ist gerade mal ein bisschen ruhiger. Was? Nicht nass? Nicht wirklich gastlich. Das wäre jetzt der ideale Moment, um eine Ausrede zu finden und zu sagen, hey, mache ich morgen, weil ist ja nass draußen. Von wegen, kommt nicht in Frage. Ich bediene mich ja gerne da, wo es Inspiration gibt. Oh ja, ein schönes Echo. Wunderbar. Zum Beispiel in der Verhaltenstherapie heißt es, pack große Themen in kleine Schritte und selbst der größte Berg. Der größte Berg, der größte Berg. Echo, Echo. Der größte Berg lässt sich überwinden. Ich will ihn nicht überwinden, ich will die Gelegenheit nutzen. Ich nutze einfach mal das Treppenhaus. Legen wir los. Thank you.
Ja, sollte ich öfter machen. Ist nicht so, dass ich nicht Treppen steigen würde, nur möglicherweise laufe ich ein bisschen langsamer und mit einer anderen Intention. Das Echo hier ist wirklich wild. Ich hatte mal eine Klientin, die hat sich beschwert bei einem anderen Büro, dass sie das letzte Stockwerk, das war ein Dachbüro, laufen musste. Und die war so außer Atem, die war so fertig, dass sie sagte, hey, ich werde nie mehr hierher kommen, wir machen Termine bei mir, weil das ist mir viel zu anstrengend, hier eine Treppe zu laufen. Ich habe gedacht, würde ich bei einer Treppe schon so husten, dann würde ich jede Treppe nehmen. Gott, in meinem Kopf sagt jetzt gerade eine Stimme, reden und laufen, Treppe, oh, das ist schön viel. Es ist jetzt betrügen, ich nehme den Fahrstuhl, also nach unten, weil irgendwie hat man mal gesagt, für die Knöchel, für die Knie ist es viel besser, Treppen nach oben zu laufen. Nur wir dürfen durchaus lernen von dem, was andere schon an Erfahrung gesammelt haben. Gott, bin ich außer Atem. Dass ich kurz ausholen kann. Mann, da merke ich erst, wie lange ich mich nicht mehr wirklich gut bewegt habe. Geil. Oh. Luft holen. Das mit dem Wissen und Tun, also dass das nicht automatisch garantiert ist, ist ja ein Thema, das nicht nur beim Sport, bei der Gesundheit eine Rolle spielt, sondern bei tausend anderen Sachen. Tausend? An so vielen Bereichen. Unglaublich. Nächste Runde. Wild. Ziemlich wild. Ein Teil von mir will jetzt nicht mehr, dem reicht es. Eine Runde noch, oder? Eine Runde. Ich hätte es ja langsam an mir lassen. Wäre vernünftiger gewesen, oder? Habe ich jetzt schon wieder gegen mein Wissen verstoßen? Weil ich unbedingt ins Tun kommen wollte? Ja, es wird immer philosophisch. Wenn wir uns wirklich mit Themen beschäftigen, landen wir immer in der Philosophie. Okay, definitiv
Mein Körper sagt gerade, geh es ein bisschen langsamer. Oh, man achtet uns sofort für mich. Ich habe den Eindruck, wenn ich jetzt mehr mache, dann fühlt es sich nicht mehr gut an. Das fände ich im Leben, ist echt eine Herausforderung zu wissen, wann legst du nochmal eine Schippe drauf und wann hast du schon ein paar Schippen zu viel draufgelegt oder idealerweise war genau die richtige Menge. Oh. Ja, und wozu ist das Ganze jetzt gut? Ich finde ja, dass in den alltäglichen Herausforderungen so viel Potenzial für persönliches Wachstum steckt, dass es ein Jammer wäre, davon nicht wenigstens einen gewissen Teil zu nutzen. Wissen garantiert kein Tun. Würden die meisten Leute wahrscheinlich sogar unterschreiben. Und dann wäre es wieder Wissen und nicht Tun. Also, ob Gesundheit, ob Dinge im Beruf, vor allem in Beziehungen. Also Dinge, von denen wir wissen, wie sie funktionieren, dass wir sie auch in die Beziehung umsetzen. Arsch über mein Haupt. Ich könnte über viele Dinge Vorträge halten. Ich empfinde es immer wieder als Geschenk, wenn ich dann an entsprechenden Stellen über diese Dinge spreche und merke, hey, das Potenzial, das stimmt, was du sagst. Du glaubst daran, du predigst es vielleicht sogar so ein bisschen. Und dann, anstatt sich darüber zu ärgern, dass wir es nicht tun, tun wir es gleich im nächsten Moment. Ich zum Beispiel habe bei meinen Videobeiträgen jahrelang die meisten Dinge, die ich meinen Klienten sage, ignoriert. Es ist mir nicht gelungen, das Gleiche umzusetzen. Für mich, was ich für meine Klienten umsetze. Es gibt zwar den Spruch, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Sollte das so sein? So, wie lange hat es gedauert? Puls 250. Nee, 107. Ich vermute, das ist nicht gut, oder? Ist jetzt nicht mein Spezialbereich. Naja, schauen wir mal, was morgen draufsteht. Die Chancen sind groß, dass nach dem Muskelkater eine Phase kommt, in dem es besser ist als vorher. Das ist zumindest die Idee. Und ansonsten lernen wir was daraus und können unser Wissen und unser Tun weiter in Einklang bringen. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen. Thank you.